Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Nether, einem neuen großen Projekt. Das beginne ich nicht allein. Es haben schon... Ja, da seht ihr, wie er rumfliegt. Das ist zum einen der... Houdini, ja, ihr kennt mich vielleicht, beziehungsweise ihr kennt es vielleicht von meinem Channel. Nether Let's Plays sind schon ein paar Mal gekommen jetzt. Ich werde die Links von den anderen beiden in die Beschreibung packen. Könnt ihr mal bei denen vorbeikommen? Nicht vorbeikommen, vorbeigucken. Lohnt sich auf jeden Fall, ja. Kenny? Und Ja, das zum werde ich jetzt anderen wirklich ist auch hier machen und natürlich, der. oh, Entschuldigung, zum anderen ist hier natürlich der Kenny dabei, der macht Battlefield 4, Nether, was habe ich denn noch, Banished, ja, Haufen so ein Zeug eigentlich, ganze Alles klar, und Palette. wir dachten uns, wir nehmen das mal zusammen auf, weil in einer Gruppe ist es halt viel schöner. So sieht's aus. Oh, unser Hauptanliegen ist halt, die Safe Zone zu erreichen. Ja, und was man zu Nether sagen kann, es ist ein Indie-Game, es ist relativ neu und es ist dasselbe wie DayZ, nur wir finden es halt, es ist besser. DayZ hat noch zu viele Bugs, obwohl es schon so lange draußen ist, DayZ Standalone. Ich hatte dann überlegt, DayZ Standalone oder Nether, und da hatte ich mich für Nether entschieden, weil es einfach ein besseres Spielgefühl ist, finde ich. Ja, macht auf jeden Fall mehr Spaß, ne? Ist auch. Wow. So, was ist das unser Ziel nochmal? Die Hauptsafe-Zone zu erreichen, damit du. Houdini hat's schon wieder übertrieben, der läuft schon wieder so schwul. Sorry. Ja, die Hauptsafe-Zone zu erreichen, damit wir, damit du unsere Gilde hier Ach, beitreten na kannst. toll, Screamer. Alles klar. So, unserem Clan. Soll ich auf meine... Hinter dir, pass auf. Ja. Ich wollte nur aus dem Wasser raus, weil du sagtest, das Hier ist nicht hinten ist gut. auch noch einer, wow. Nee, das Wasser hier macht nichts. Das Ach Wasser so, hier okay, ist... gut. Ist alles cool. Ah, hier ist noch einer. Wie wir Gut, einfach jetzt wieder ist meine schön Muni auch schon wieder weg. unauffällig Stark, sind. Mann. Kommt ein Streamer. So, wir sollten uns dann relativ schnell verpissen hier, ey. Ja, alles mitnehmen, was ihr findet, und los geht's. Das war ordentlich laut. Ach so, unser Ziel besteht ja daraus, dass ich deren Gruppe, die ist, den Stalkers beitrete. Und hier gibt es ja auch in Nether mehrere Gruppen. Das könnt ihr da mal bei Houdini auf seinem Kanal nachschauen. Ja, alles erklärt. Er hat ja bestimmt schon alles erklärt darüber. Hier ist eine Box zum Looten, die nehme ich noch mit. Ich glaube, wir werden von irgendeinem Monster verfolgt. Ja. Ja, ich sehe es. Irgendwas portet sich. Schon tot. Aber Boah, irgendwas coole Neues hat uns Kaugummis. gehört. Ja, GZ. Kommt noch Also wie irgendwas gesagt, Grün. unten rechts, kurze Erklärung, seht ihr das Health. Und dann rechts die Wasserflasche ist, was war das nochmal, Essen, ne? Ja. Ja, Hier dass kommen man jetzt auch auch zwei hier so eine kleinen verhungern Viecher. kann, wie bei DayZ. Da hier ist auch einer. Und links ist die Stamina, also die Ausdauer. Oh mein Gott. Ich muss schnell Hinter Waffe dir. wechseln. So, So, wenn jetzt. das so weitergeht, bin ich gleich low in Armor. Ich habe noch 9 mm. Ich hab 9, 9 mm Kugel. auch bald keine Ammo mehr. Ich muss jetzt Scheiße, shoppen ey. gehen. Das ist ja denkbar ungünstig gerade. Ich habe zwar Ich ein habe bisschen für über... meine Sniper, aber vom Rest ist ein Ich glaube, bisschen wir brauchen überwacht. nicht Keine Houdini Muni hinterherrennen. Der rennt wieder mit dem Gleiter. mehr. Ja. Ich flieg da Ah, wieder oh, runter. irgendwas ist hinter mir, ich werd blöd. Ich habe leider auch keine Muni mehr. Über die Brücke oder was? Wo seid ihr denn gerade? Ich bin gerade in dem Haus drinne. Ich auch, aber ich flieg da jetzt runter von dem Haus mit meinem Gleiter. Ja, du Bin darfst gerade nie schon unten Houdini wieder hinterherrennen, der angekommen. gleitet überall runter, das nervt voll. Also es nervt nicht, aber man rennt immer hinterher und dann stellt man da oben und denkt sich, oh, scheiße. Ich gucke erstmal rum hier, ob da Gegner sind. Da unten rennt jemand mit einer roten Maske, bist du das? Ja, Kommst ich du gerade bin's. aus dem Haus? Gut, Ja, wow. ich bin gerade aus dem Haus gekommen. Hier ist erstmal ein Fahrzeug, was ich jetzt looten werde. Seid ihr auf der Brücke schon? Nö. Jo, also Echt? ich auf jeden Fall. Warum sehe ich das nicht? Egal. Ich frag mich gerade, wo ihr seid. Auf der Brücke, Ich warte. flieg Ach gerade so, über die der Brücke Brücke. hier. Ja. Kann es sein, dass du über die andere gerannt bist? Ja, Ich scheiße, bin ihr seid gerade genau an auf der dieser anderen Brücke Brücke. hier. Ich flieg hier gerade über Ach die so, meinst du andere. die Brücke links oder? Ist egal, wir treffen uns drüben wieder. Oder jemand erschießt mich, dann treffen wir uns in der Hölle. Sehr Alles schön. klar, gut. Sind wir das nicht schon? Naja, Ja, also viel schlechter kann es ja nicht mehr werden, oder? das stimmt allerdings. Na gut, in der Hölle können wir nicht mal verhungern. Du bist immer noch auf der anderen Seite und Das passt Houdini fliegt da natürlich. hinten rum. Ja, ich bin jetzt zu der anderen Brücke gegangen, weil ihr jetzt... egal, Egal, über welche okay. Brücke du gehst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Eigentlich könnten wir auch erwähnen, dass wir schon mal zusammen aufgenommen haben, Kenny und ich.
Aber. Ja, wir sind einfach zu unfähig gewesen. Also Ja, ich. nein, wir. Ich habe auch irgendwas, bei meiner Aufnahme hat auch was nicht gestimmt. Ich habe im Nachhinein habe ich's nochmal durchgeschaut. Echt? Irgendwie. Ja, die hat extrem geruckelt, irgendwas stimmt da nicht, hat da nicht gestimmt. Irgendwelche Mein Gott, Einstellungen verstellt. wir sind so scheiße. So. Ja, ich hatte auch schon mal mit dem Holly, mit dem Rex Holly, den ihr ja schon von meinen No More Room in Hell und Cry of Fear Let's Play kennt. Da hatte ich schon mal mit ihm zusammen Nether aufgenommen und mit ein paar anderen, aber da war natürlich kein Audio da. Dick Story hat meine Lautsprecher aufgenommen statt meine Kopfhörer. Und ja, da war keine Audiospur da. Schön, Und dass das wir wollte ich dann auch nicht dokumentieren, wie hochstellen. alle unfähig sind. Sehr schön. Das ist ein Dicker. Ja, ich hatte es ja schon mal angekündigt, deswegen. Ja, passt doch. Was ist denn das für ein Riesenviech? Ja, einfach draufhauen, der hält ein bisschen besser aus. So. Okay, das war nicht gerade viel. Da kommt noch eins. Was, wo? Schon tot. Gut. Mal looten. Alles Loot, hier. kann man das trinken oder was? Und ich kann es eintauschen gegen Wasser. Oh, Also, nice. auf jeden Fall mitnehmen, das lohnt sich. Fliegender Ja, alles und noch nicht. der war Es explodiert. steht ein Pilzkopf. Ist meiner. Geh da bloß weg. Bleib weg von dem, explodiert. Einschlag. Geh weg! Wow. Genau deswegen. Scheiße, 300, hey, fuck. Warte, warte, warte. Gib ihm Warte, mal ich habe hier irgendwas. noch eine Bandage. Er hat Mit nicht viel der gebracht. Stärke nicht reichen. Hier, nimm was du brauchst. Oh, danke dir. Wenn du hast, der fliegt da. Scheiße, mir geht so schnell die Munition aus. Zwei habe ich jetzt noch übrig. Willst du wieder haben? Hab noch ein Medipack. Behalte erstmal, falls wir angegriffen werden. Alles klar. Gut, links nehme ich jetzt noch so einen Pilzkopf. Tumor. Ja, den kannst du einmal anschlagen und dann schnell wegrennen. Dann stirbt er. Alles klar. Komm her, Junge. Bis. Oder stirb. Okay, stirb auch. Relativ lustig aus. Ist irgendwie ziemlich eklig, aber naja. Bisschen. Ja, ich find's relativ lustig, wie er da irgendwelche Eiterblasen kriegt oder was das auch immer ist. Hat irgendjemand geguckt, wie lange wir, wann wir gestartet haben? Vor 7,5 Minuten. Okay. Ja, so ungefähr. Teile meine Folgen immer gern, dass sie nicht so lange wären. Ich hab den durch den Zaun angehittet mit der Machete. Oh mein Gott. Ich höre es nur überall platschen. Boah, das ist ein Wohnwagen. Ich muss mal gucken, ich habe noch 37 Schuss in meiner Lopez. Also quasi in der MP9. Oh, ist das ein Lager? Gibt's hier was zu looten? Ein Ja, ein Wohnwagen. Wohnwagen und da drüben gab es auch noch einen Krankenwagen. Vorsicht hinter dir, Houdini. Okay. Das weiß er schon. Ja, da drüben. What? Hinter dir, Kenny. Was ist das? Ich konnte ihn gar nicht treffen. Ich konnte ihn jetzt auch nicht treffen. Oh, scheiße. Oh mein Gott, so ein Ninja, ey. Ja. Ich habe jetzt mal gesucht, hier ist ein Scheiße. Brecheisen drinne. Schön, kannst du gleich mitnehmen. Brauch kein Brecheisen, Mann. Warte, ich schmeiß mir mal. Na, dann eben nehme ich es mal mit. Hinein. Ah, oh, ich kann nicht in den Krankenwagen, weil ich das ins Haus muss. Ich krach. Jo, hier ist was drin. Nice. Wir sollten aber ein bisschen Money aufheben, wenn wir kurz vor der Safe Zone noch auf andere treffen. Wäre scheiße, wenn wir da nichts hätten. Ja, liegen noch Das stimmt Pillen drin. allerdings. Achso, ich nehme sie einfach mit. So, wo seid ihr jetzt hingerannt? Gute Frage. Hier hinten drüber auf dem Parkplatz. Hier, Hier ist ein Auto. siehst du mich? Renn einfach mal gerade drüber und hoffe. Warte, ich komme mal zu dir in die Ah, ist Richtung. aber Gold, oder? Ja. Warte, ich finde das schon. Ich habe ja eine coole Karte. Okay, alles klar. Ja, die Map Okay. könnte ich auch mal ganz kurz zeigen. Die ist eigentlich sehr, sehr Dahin riesig, wie springt ich jemand auf finde. einem Auto, das ist bestimmt du. So, wir sind gerade hier bei der ganzen. Das ist zum Beispiel eine Safe Zone, das wird man später noch erklären, bestimmt. Hier, das geht noch weit runter. Ins Ja, Wasser ist. dürfen wir nicht, wie ich gehört habe. Hier das noch mal ganz kurz gezeigt. Ach, auf der Karte oder was? Ja, mal ganz kurz die Karte gezeigt. Wie riesig die ist. Das Karte erinnert mich irgendwie ein bisschen an GTA. Ich weiß auch nicht warum. Ja, doch, das habe ich auch so. Ich glaube, das liegt einfach an der Straßenaufteilung. Es gibt ja auch noch, es gibt auch noch, soll hier auch noch irgendwo ein Auto geben und so, gell, mit dem du rumfahren kannst. Aber Das ist natürlich auch sehr nice. ich Aber habe es es wird nicht wahrscheinlich auch gefunden. sehr selten sein, oder? Wahrscheinlich. Und müsst, weil ich denke mal, irgendwo hinten auf den Feldern rumstehen.
Und ich weiß auch noch nicht, ob es schon drin ist oder ob das erst noch kommt, aber in den Videos auf der Neta-Seite selber hat man es gesehen, wie sie Auto gefahren sind. Oh, da ist jemand. Wo? Oh. Geradeaus vor mir habe ich gerade. Also vielleicht war es auch nur. Ich weiß, dass dort so ein Flügelvieh ist. Ich habe mich vielleicht nur verguckt oder er hat sich da irgendwie ins Gras gelegt. Ich weiß es nicht. Da drüben ist ein Supermarkt, wollen wir nicht mal reingehen oder? Hast du auch ein Auto zum Looten? Nee, da ist. Aber wir müssen erst gucken, ob hier jemand ist. Ich glaube nicht, weil da an der Stelle ist ganz eng der Neta vorbeigelaufen. Ja. Ja. Geh mal wieder Warnvorstellungen oder was? Was zum Essen, wahrscheinlich. Ich glaube, da kriegst du echt Paranoia, wenn du hier zu viel Neta stockst. Das ist heftig. Ja, das stimmt allerdings. Zu viel Energy. Was hat das Ding ausgespuckt? Oh, Cash. Sehr gut. Oh fuck, kann mir mein Essen geben? Mein Strich ist fast weg. Ja, komm her. Ja, komm her. Jetzt schreien alle, ja, komm her, wo seid ihr? In dem Supermarkt. Ja, hier. Warte, ich muss mal gucken hier. Scheiße, ich hab nur noch eine Energy. Waterbottle. Hast du noch? Ja, ich hab noch Energy. Oh, toll, hier ist er gelandet. Schön. Und jetzt rein mal einfach in die Safe, dann kannst du eintauschen gehen. Ich brauche nämlich auch wieder. Ich hab zwar ich hab nichts in dem Supermarkt oder was? Da in den Baileys. Ah, oh, jawohl, da gibt's richtig viel Zeug. Müssen wir nur lebendig ankommen. Baileys. Boah, auf jeden Fall noch ein bisschen Cash, um eurer Gruppe beizutreten, ne? 50 kostet es. Hm, warte mal, ich hab eben Cash Small gefunden. Ich muss mal gucken, wie viel ich jetzt hab. Sonst geht man dir was. Ah, 81, sehr gut. Du kannst bestimmt auch noch ein paar. Warte, warte, warte mal. Hier ist irgendwo jemand. Wo? Ich hab hier gerade eine offene Kiste gefunden mit Drop, also mit Loot daneben. Hier ist auch noch was. Achso, das ist eine Magnum-Ammo. Hat irgendwer eine Magnum? Ja. Ja, dann hol die mal in dem Transporter hier. Achso, ja, nehm mit. Ich hab sie nicht dabei. Ich hab sie halt im Lager liegen, meine Magnum. Die Muni kannst du schon mitnehmen. Oh, ne Bratpfanne, Kenny, die sammelst du doch. Ja, ich habe jetzt aber alle... Also ich habe keine mehr, du kannst sie auch selber behalten. Okay. Die geben gut Cash. Hm. Was jetzt nochmal? Du kannst die Muni mitnehmen. Ich hab sie nur im Lager liegen, meine Waffe. Also nicht dabei. Dosenfutter gefunden, juhu! Okay, nein, ich hab's Rennen übertrieben. Da vorne steht noch eine Waterbottle. Kannst du nehmen. Oh, stimmt. So, jetzt. Weiter geht's. Ja. Da ist gleich der nächste Einkauf. Wie mir Nether gehört. Oh. Kommt. Fuck, der ja, er kommt. Ich muss Muni sparen. Eigentlich auch. Och man, mein Männchen hängt wieder und rennt von alleine weiter. Ich hab gar keine Muni mehr. Wo kommt er? Da. So, ab was? Jetzt. Ab jetzt wird mein Schwert auspackt. Rest Muni brauche ich. Ja, ich nehm's auch. Da. Wow. Ich treffe ihn einfach nicht. Hau ab. Haben. Jetzt bin ich schon Level 14, nice. Glückwunsch. Ja, es geht schnell, wenn man so viel umhaut hier. So, weiter geht's. Alles klar. Wie weit haben wir's denn noch? Oh. Nicht mehr zu weit. Habe ich gerade richtig gesehen, dass die See so ein Down ist? Nein, oder? Ah, nein. Nein. Nein, nein, nein. Wir gehen ein bisschen falsch, oder nicht? Warte, ich will aber in die U-Bahn rein. Falsch laufen wir gar nicht. Dann gehen wir halt. Oh, jetzt habe ich gerade kurze Lags gehabt wegen dem Internet, aber jetzt ist wieder alles okay, glaube ich. Ich sehe hier gar nichts. Irgendwas verfolgt dich, Houdini. Okay, jetzt ist ja, es bei mir. Schön. Oh, hinter dir. Oh, passt. Hat irgendwer noch ein zweites Flashlight zufällig? Nö. Nein. Ich hab nur eins. Okay, dann muss aber ich mal euch folgen. Überhaupt keinen Unterschied, die leuchten nur die Leute an. Doch. Oder so. Toll, dann ist es wieder durch meine ausgestellten Effekte, ja gut. Ich sehe hier alles. Kann man die Brightness erhöhen oder? Gute Frage. Wollen wir unten durch oder oben lang? Okay, oben lang. Ich hab da noch irgendwo. Wird jetzt auch, glaube ich, wieder Nacht, oder? Nee. Hat sich nur so. Da ist noch doch immer noch so ein Supermarkt. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Nee. Ja. Wir waren auf der anderen Seite. Ich glaube, so ein Messer kommt jetzt nochmal. Der ist aber auch ausgeräumt. Ja. Ja, die Kleine, da kannst du ganz gut blocken. Mit Rechtsklick, falls du das geskillt hast. Blocken? Mhm. Hab's ja. Einen Punkt auf Midi setzen, dann kann man blocken. Wow. Dann können die da machen die da keinen Schaden durch. Zumindest die Kleine nicht. Ach so. Nee, Midi habe ich jetzt noch nicht mal das Cash für den Max. Oh, sorry. Nächstes Mal. Ja, ich habe genug. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ich? Ja, Cash. Wie viel hast du? 1300, ja, kann mich nicht beschweren. Ja. Ich habe 81, also es sollte reichen für das, was wir für das Ding hier Dorkos beitreten. Ja, ja, 50 kostet es. Das kriegst du zusammen. Jetzt habe ich auch jemanden, wo ich alleine gespielt habe, getroffen. Hab den angeschossen, ist er weggerannt, habe ich gesehen, dass es ein Striker ist, da habe ich den sogar gewähren lassen. Würde ich nicht machen. Smoke Grenades, oh wie toll. Muss aufpassen, die fallen dir auch auf den Rücken. Also ich würde denen nicht vertrauen, nur weil die in der gleichen, im gleichen Clan sind. Pick up Smoke Grenade. Würde ich nicht mitnehmen, ist sinnlos. Platzverschwendung. Hat das keinen Wert? Naja, ja, man kann es nicht verkaufen. Munition und Granaten und sowas kann man nicht verkaufen. Aber so eine Smoke-Granate ist doch nicht schlecht, wenn du mal abhauen willst, oder? Ja, vor allem als Nahkämpfer ist es halt so. So dein Smoke macht es nicht. Man kann es mitnehmen, so. Aber ist halt immer die Frage mit dem Platzmangel. Also, ich habe immer ein volles Inventar. Oh Mann, warum hast du schon wieder einen Screamer auf zu verlassen? Sorry, schon tot. Okay, gut. Ich mag die Viecher nicht, die holen jedes Mal 10.000 andere Viecher herbei. Das Problem ist eher, dass dich die anderen Spieler sehen. Hinter dir. Was ist hinter mir? Ah, danke. So. Hau mal ein bisschen Rauch dazwischen. Schön. Ich hab keinen Platz mehr. Ihr müsst den Rest mitnehmen. Kommt noch einer. Wow. Ich sehe nichts, alles voller Rauch. Ach du großer Gott. Das bringt doch ein bisschen was, die Rauchbombe. Hätte ich sie doch nicht geworfen. Ja, es geht so, ja. Damit kannst du den halben Raum ausfüllen. Gibt ja auch noch normale Granaten und Flashes und so. Die Granate macht extrem Schaden, die haut den schon One-Hit fast weg, aber muss halt erstmal treffen, das Zeug. Ja. Das ist halt immer das Problem, dass... Oh, hier liegen Waffenteile und eine Uzi. Auflegt. Kann jemand mitnehmen, mein Dings? Boah, die Uzi müsst ihr mitnehmen. Uzi ist top. Okay, alles klar. Pack rein. Alles klar, ich hab noch Platz. Hoffe ich. Ich weiß ja nicht, wie viel ich schon aufgenommen habe. Da ist ein Meter auf der Straße. Ja, umlegen. Wir sind ja jetzt nah. Da vorne ist doch noch ein Supermarkt, oder? Ja, oder eine Tankstelle oder sowas. Ja. Aber ich wollte vorschlagen, wir halten uns in Zukunft von sowas fern. Ja. Von Tankstellen? Naja, von solchen Gebäuden allgemein, weil wir gerade in der Nähe der Safe Zone sind. Wow, was war denn das jetzt so? Wow, auf einmal schließt sich mein Nether. Jetzt bin ich gestorben. Das ist natürlich jetzt... Wow! Oh! Ja, das ist gar nicht gut. Hilfe. Okay, ich bin jetzt auch fast tot. Warte mal, ich muss mal schnell... Also, ich habe ein Medikit und Pillen gedroppt. Es dürften noch zwei Medikits sein, also kannst du dich voll heilen. Ja, ich habe gerade die Pillen genommen. Ich bin jetzt schon wieder fast voll. Mein Net hat sich einfach minimiert. Was war das denn? Das ist natürlich sehr nice jetzt. Ah, jetzt bin ich auch voll, scheiße. So was Sinnloses. Hier noch das Brazen auf. Bleibt einfach da, ich komme. Alles klar. Kann ich das ganze Scheißzeug wieder aufheben, was nicht mehr... Eine Cookware? Wozu braucht man denn das? Was ist das? So eine Pfanne. Hattest du Ach so, mit? Kann man eintauschen auf dem Schrottplatz. Gibt der Typ dir übelst viel Cash dafür. Ach so. Golem. Frag mich nicht, was der macht damit, aber... Oh, ein Flashlight. Ja, das... hat mir Houdini. Ja. Nein. Ja. Ja, ja, ich drop dir gerade auch nochmal das, was ich jetzt aufgesammelt habe. Du musst halt nur gucken, dass es nicht weggeht. Arsch. Oder wir im Arsch, dann haben wir herbe Verluste eingefahren. Ja, warte, schau mal, dass du die Backpacks alle mitnimmst. Die sind wichtig. Die sollten wir auf keinen Fall verlieren, die sind wertvoll. Den Rest können wir leicht wieder besorgen. Backpacks, die sind eher selten. Wo seid denn jetzt? Ich dürfte direkt vor euch stehen, ich sehe euch aber nicht. Du musst erst noch durch das... Geradeaus weiter durch das Haus. Ja, ich sehe dich. Hier, Kenny. Ich hab grad Ammo gefunden. Schnell. Oh, da sterbe ich genau vor der Safe Zone durch irgendeinen Scheißbug, ey. Ich glaube, ich glaube sogar, ich hab dich aus Versehen erwischt noch einmal zum Schluss.
Ja, das kann sein, das aber. Weiß ich nicht. Also es sah bei mir fast so aus. Warte, nimm hier die Backpacks schnell. Kriegst dafür als Entschädigung nachher von mir ein Katana spendiert. Das ist ja nicht so schlimm. Ich hab's ja überlebt. Wieder mal. Bin ja wieder da. Wie war das mit der Hölle? So. Nur noch schnell dieses Warte, komische. Guck mal hier noch deine Pistole, kann ich auch gleich noch drop hinter dir. Was, Bro? Deine Pistole. Ja, so, dann so wichtig ist jetzt meine hier, Pistole auch nicht. Das hier auch, deine Loops. Okay, gut, los war's. Ab geht's hier. Auf und ab geht's. Hier drinnen schon reingeschaut? Ja. Hier ist kein Automat, ja. Das ist ein Scheiß. Wo seid ihr denn jetzt? Drüben ist der Automat. Da ist er. Kann ihn nicht durchsuchen. Ja, nehmt mit. Jetzt habe ich ja volles Leben. Bro, Max. Wenn wir hier hinten durchrennen, dann sind wir direkt in der Safe Zone. Jawohl, safe. Endlich. Aber bitte jetzt noch keine Sniper-Schüsse von irgendwo, bitte. Naja, wäre auch bei mir ungünstig jetzt. Ich habe keine volle Leben. Aber ich hau mir gleich mal Pillen rein. Ich habe vor allem übelst viel Loot. Zweimal, ja, ich auch. Ich habe sogar 40 mehr, wie meine Kapazität erfassen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Kleiner Cheater. Ja. Ich habe die Konsole geöffnet. Ich weiß es nicht. Warte, mittlerweile. Ja gut, jetzt habe ich nur noch 0,2 mehr, weil ich dir die zwei Waffen rausgeschmissen habe. Davor hatte ich 0,40, muss mal nachher auf mein Video gucken. 340 hatte ich dann von 300 Maximum. Oh, hier sind Kinderwagen. Schiebst du mich mal ohne? Alles klar. Oh nein, okay. Ich will auch, da sind zwei Kinderwagen. Kenny, schieb uns. Ja toll, ich muss dafür meinen schieben. Erstmal alles eintauschen gehen hier. Wasser. Oh nein, ich hab den Bug, dass der nicht aufhört zu laufen. So nervig, oder? Ah, jetzt geht's. Jetzt verstehe ich das. Trade. Gut, jetzt krieg ich Wasserflaschen dazu. Nice. Ja. Trade. Okay. Ammo kriege ich auch. Sehr nice. Ja, deswegen Monsterteile auf jeden Fall mitnehmen. Pillen kannst du da auch ertauschen, das ist wichtig. Oh, für was kriege ich einen Gleiter, wenn ich... Okay. Flügel und Knochen. Heb dir mal ein paar Knochen auf, dann können wir das machen. Wäre geil. So ein Glatter wäre auch nicht schlecht. Ja. Tumor. So, ich kann nichts weiter. Wie kann ich mein Zeug verkaufen? Trade. Sag ich dir auch gleich, ich muss I drücken. Wenn du hier stehst, dann müsstest du jetzt dein globales Inventar aufmachen. Links hast du ein Lager. Wenn du das da reinlegst, dann verschwindet das Zeug auch nicht, auch wenn du stirbst. Also da ist es safe sozusagen. Ja, wenn ich I drücke, kommt aber nichts. Warte, dann lauf einen Schritt zurück. Also okay. Raus aus dem, nicht mit den Leuten hier sprechen, ja, und dann I. Wenn ich I drücke, kommt nichts. Halt's warte mal drauf. Kurz. Ja. Ich geh noch mal ein bisschen weiter zurück. Ja. Ach, jetzt, glaube ich. Ja, jetzt. Ja. Alles klar. Genau. Jetzt hast du links Global Inventory, Wardrobe und Store. Im Store kannst du dir Sachen kaufen. Verkaufen kannst du jetzt einfach rechtsklick auf das Zeug, Sell, und dann kannst du es loswerden. I want to... Oh, wie kann ich denn alles auf einmal verkaufen, weil ich hab... Achso, geht das nicht? Also ich wüsste noch nicht, dass es geht. Halt einen ganzen Stack kannst du immer mitverkaufen. Also wenn du hier so, keine Ahnung, 10 Sachen auf einen Haufen liegen hast, dann kannst du mit einmal verkaufen, alle weg. Ja, ich habe hier so Bone Slugs, aber die kann ich irgendwie nicht verkaufen. Habe ich noch mehr Pistolen. Warte, ich baue euch mal einen Gleiter. Also einen kann ich bauen, müsst ihr euch drum schlagen. Aber ich würde fast sagen, Kenny, du kannst dir auch einen kaufen, du hast genug Geld. Jo. Das wäre nice, so der Gleiter, das wäre nice. Was habe ich denn hier? Woran sehe ich denn, welches Backpack ich trage? Das weiß was, ich auch nicht. Was ist denn eine Barrel, eine 5,56mm Barrel? Hä? This Barrel fires 5,56 Ammunition. Ach so, du. Ich schau mal eben meine Waffen durch.
Hab ich gar nicht. Braucht irgendwer das Ding? Schmeiß die mal kurz raus, dass ich sie sehe. Krieg's gleich zurück. Okay, warte. Bob. Achso, das sind Waffenteile. Mhm. Die kannst du behalten. Da kannst du die Waffen draus bauen, wenn du genug Teile hast. Schieb die mal anfangs erstmal alle in dein globales Inventar, solange du da noch Platz hast. Hier, guck, da ist ein Warte mal, ich noch am Verkaufen. Danke dir. Bitte. Bin noch... hab hier einiges drin. Hier habe ich noch einen Schalldämpfer. Braucht irgendwer einen Schalldämpfer? Nö. Für die 45er Barrel ist die. Ich glaube, damit kannst du nur Waffen bauen, den kannst du nicht so dran machen. Ja. Ach so. Halte ich das Brechteisen, das kann ich verkaufen, oder? Ja. Gibt alles Erfahrung. Alles klar. Stimmt, kaufen könnte ich. Smoke kann ich verkaufen. So, schauen wir mal. Smoke will er nicht haben, alles klar. Ich bin Level 4. Was hat denn der hier so drin? So. Habe ich das jetzt überhaupt verkauft? Hier steht Global Inventory. Nee, dann hast du es nicht verkauft, dann hast du es rübergeschoben. Verkaufen, Rechtsklick, Sell. Das geht. Also muss im Inventar. Achso, ja, das habe ich gemacht. Achso. Gut. Ja, ich sehe es gerade, ich habe 225. Okay, ja. Habt ihr schon den Beitritt gemacht? Nee, oder? Nee. Kannst du ihm aber gleich erklären eigentlich. Warte, ich muss ihm gleich. Kaufen wir gerade erst mal ein bisschen Ammo. Leiter rauswerfen. Ja, mache ich gerade auch. Buy, purchase. Ja. So, wieder 600 Gold für Emma ausgegeben. Oder Dollar. Sehr schön. So. Ich bin ready. Wo hast du den Gleiter hin? Warte, schmeiß ich den nochmal raus. Ich habe nur schnell mitgenommen, dass sie den nicht klauen. Falls der immer kommt. So, den musst du dir auch auf eine Schnelltaste legen. Also ich hab ihn auf der 4, weil ich da am schnellsten hinkomme. Warte mal kurz. Dann muss ich mal schnell auf Items. Da haben sich gar nichts mehr einlagern. 5. Kenny ist so ein alter Messi, glaube ich. Der hebt bestimmt alles auf. Ich muss mir das mal in seinem Video dann gleich angucken. Wie es da bei dem aussieht. Willst du nicht sehen, das willst du nicht sehen. Ich habe bei mir nur Munition drin und Waffen. Mehr habe ich nicht. Ich habe Kaugummis. Wie kann ich denn die benutzen? Kannst eintauschen. Kannst du nur beim Schrottplatz verkaufen. Kannst du mir mal zeigen, oder? Ich brauche noch ein bisschen. Ich muss meinen Schrottplatz ein bisschen aufräumen. Also Pfannen, Kaugummis, wenn du irgendwelche Schlafsäcke oder sonst irgendwas findest, alles mal mitnehmen. Und dann kannst du mir hinterher laufen und zeige ich dir, wo das geht. Kriegst du Erfahrung. Wollt ihr mir erzählen, ich habe keinen Fuck off Spray mehr. Ah, ich muss gar nichts einstecken. Egal. Okay, gut, ich habe erstmal, jetzt habe ich auf der 4 den Gleiter, auf der 5 habe ich Wasser und auf der 6 habe ich nur eine Smoke-Granate. Okay. Wir sollten uns aber beeilen. Ja. Weil, erstens wegen Essen und noch besser, ich habe hier vorhin gelesen, Angriff in 10. Warte, komm mal erstmal hierher, wo ich stehe. Ich glaube, der Angriff ist schon, oder? Nein. Du bist gerade an den Never vorbeigelaufen. Weiß, der ist immer wieder reingebuggt. Warte, komm zurück, Max. Ja, was? Hier kannst du join a tribe. Dann kannst du den Stalker. Ach so, ja. Deswegen wir ja hier sind. Genau. Oder suchst du dir die Stalkers raus, drückst du join. Ich hab hier Tribe Elder, ich hab hier Turn in Ach so, du hast noch das Tutorial Package. Ja. Ja, gleich mal abgeben, kriegst wieder Geld und alles dafür. Nice. Dann kriegst du auch diese geile Mini-Pumpe. Ja. Aber die hat er glaube ich schon eingelöst, wenn er schon hier ist vom Quest her. Also Stalkers beitreten, ja? Ja. Gut, join. Yeah. You are now member of the Stalkers. Nice. Welcome. Welcome, yay! Heute Abend gebe ich ihn aus. Alles klar. Okay. Eine Runde Wasser für alle, yeah. Jawohl. Und ein paar Pillen rein pfeifen. Los geht's. Gut. Ich habe da eben ein Fahrrad gesehen. Okay. So, da hinten ist der, wo er den ganzen Müll sammelt. Der Kenny. Den Kenny sehe ich gerade nicht. Ich habe euch gerade beide verloren. Hier in der gelben Hütte hinter dir. Stehe ich. Oh, ach so. Was gibt's denn da?
ist der, keine Ahnung, Müllabfuhrmann oder wie man den nennt. Ich weiß es nicht. Junkman. So. Und bei dem Müllabfuhrmann. Bei dem kannst du Go-Go.